Ich bin Danielle Janang, schön, dass du da bist. Heute ist der unglaubliche Tag. Heute ist Samstag, der 4.12.2021. Und das ist sehr interessant, denn ich sitze hier jetzt schon eine Weile in einer Meditation und möchte die Energien weiter ganz klar weitergeben für den heutigen Tag. Und es sind so viele da. Es ist so voll in der geistigen Welt. Und jeder will was sagen. Und letztendlich hat mein hohes Selbst sich gemeldet. Heute ist ja Sonnenfinsternis und Neumond im Schützen. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, aber meine Nächte sind irgendwie so sind die ja relativ chaotisch. Mein Kopf war heute Morgen ganz krass. Jetzt geht es, ich habe die Erdung wieder gefunden und ich möchte die auch gleich mal weitergeben zuerst, ja, und zwar die Erdung kannst du immer wieder für dich erreichen, indem du dir vorstellst, dass du über dein Seelensternchakra wie so eine kleine goldene Kugel dann weiter zu deinem hohen Selbst, deiner Seele, bis zu deinem Ich Bin, einen halben Meter über deinem Kopf, dein goldener Engel, dass du einfach damit verbunden bist und du kannst dich auch noch höher verbinden durch deine Absicht mit der Zentralsonne, mit der Urzentralsonne, mit dem Urschöpfer, mit der Quelle von allem, was ist, mit dem Quellbewusstsein von allem, was ist. Dann lässt du dieses Licht, diesen Strom, und das ist Licht. Und Licht ist immer Bewusstsein, ja? Also dein höheres Bewusstsein, deine höhere Energie, dein höheren Verstand, deine höheren schwingenden feinstofflichen Körper. Also die Verbindung zu deinem Ich Bin. Welches mit allem, was ist, verbunden ist. Von dort kannst du also das Licht, das reine Bewusstsein, das Licht und die Liebe fließen lassen. Je nachdem, wie du das spürst, ja, und du lässt es also über die Kopfkrone in deinen Körper hineinströmen. Und du atmest es ein und mit dem Ausatmen lässt du das Licht, die Liebe, den Atem, tiefes Ausatmen durch den Körper fließen, in die Beine, in die Füße, in die Fußsohlen, ganz wichtig, ja? Und aus deinen Fußchakren in der Mitte von der Fußsohle, diesen Energiezentrum einfach tief zum Kern der Erde. Und was bei mir passiert ist, dass zeitgleich, also mein Steißbein, die Energie aus meinem Steißbein, da wo ja vom Film Avatar, ne, dieser Energieschwanz, den wir mal hatten auch, ja, sozusagen diese energetische Verbindung noch da ist, ja, dass ich automatisch auch das Licht durch meine Wirbelsäule von dort tief im Kern der Erde verankert. Das geschieht schon bei mir automatisch, wenn ich es zulasse und erlaube. Und damit bin ich sehr gut geerdet. Die Beine sind also nur hüftbreit. Beine sind nicht überkreuz, ja, die sind richtig aufgestellt und
Darüber können wir uns wunderbar erden und verankern. Und jetzt rutscht gerade die ganze Energie aus meinem hohen Selbst. Ich merke das richtig. Bei mir fühlt sich das immer an wie so ein Wasser, was nach unten rutscht. Der rutscht in meinen ganzen Körper hinein. Verliere nicht den Atem. Versuche einfach tief auszuatmen dabei und dir vielleicht auch vorzustellen, wie das Licht, die Energie und ein Gefühl der Liebe oder die Liebe durch deinen ganzen physischen Körper und durch deine ganzen feinstofflichen Körper um dich herum. Es kann so richtig rein sickern, ja? Als wenn du in einem goldenen Ei sitzt vielleicht, ja? Und das fließt in die Erde, verbindet sich alles gut mit dem Kern der Erde. Und so hat sich jetzt alles, alle Energie in meinem hohen Selbst dort gefunden. Und das übergebe ich jetzt für die Information, die jetzt kommen darf. Ja? Ich bin deine ganze Energie. Ich bin die Verbindung zur Urquelle. Und diese Verbindung reicht weit hinauf in die höchsten Schöpferebenen und wird niemals gebrochen, getrennt. Aus dieser Verbindung fließt jede Information für dich, und jeder Austausch durch alle Dimensionen direkt in alle deine Körper. Und so kannst du in dieser Verbindung nicht nur Informationen erhalten für deinen Verstand, sondern auch Informationen für deinen Gefühlskörper und auch deinen physischen Körper, als auch deinen spirituellen Körper. Du kannst jederzeit verschiedene Ebenen aus diesem Bereich abfragen und empfangen. Und jetzt höre ich aber etwas, was ganz interessant ist. So kann ich das gar nicht übertragen. Ich kriege Bilder rein, und zwar, wenn wir nicht im Empfangen sind, also immer die Frage, wie kann ich das empfangen? Dann ist das so, dass der Mensch aus diesem Strom, der eigentlich immer da ist, heraustritt. Ja? Und die Verbindung selbst kappt und richtig beiseite tritt, ja? Und dann kannst du dich wieder zurückholen und verbindest dich wieder in diesen Strom hinein.
Das kann auch wie ein Lichtrohr aussehen, das kann wie ein Ei aussehen, das kann wie ein Trichter aussehen. Nach oben, ja, von unten so aus deinem Becken, Steißbein, nach oben oder sogar noch tiefer aus deinem Omega-Chakra, also deinem Blackout. Erdensternchakra nach oben. Dies ist für dich dein Kraftquellen und deine Inspiration, dein Springbrunnen, dein Springbrunnen, indem du dich verjüngen kannst, regenerieren kannst und heilen kannst. Dies ist für dich dein Inspirationsfeld, aus dem die Impulse deines höheren Bewusstseins, welches immer angeschlossen ist an Licht und Liebe, an die Schöpfung, an das Gottesbewusstsein, und an Werte, die wertschätzend sind. Heute, an diesem ganz besonderen Tag, ist das Tor weit geöffnet für höhere Impulse, für Inspiration und Vision, für Ideen und Gedanken, für zukünftige Ideen und Gedanken, für zukünftige Projekte, für zukünftige Planungen in deinem Leben. Aus diesem Feld deines hohen Selbstes fließen die Inspiration für deine Meisterschaft. Fließt die Intuition. Du nennst es Intuition. Es sind Impulse, die den freien Willen des Schöpfers, die den freien Willen Gott Vater, Gott Mutter repräsentieren und verbinden mit deiner inneren Ausrichtung und Willenskraft, aus der Reinheit deines Herzens, im Dienst des großen Ganzen, im Dienst
an das Urlicht und die Urliebe. Führen wir dich, da wir viele Lichtwesen sind, die über dein hohes Selbst mit dir Kontakt aufnehmen können. Führe ich dich sicher wie ein Kapitän auf seinem Schiff, auch im Sturm durch das Leben. Oft sende ich dir viele Impulse, und am besten kannst du mich empfangen, in Tätigkeiten, in denen du zum Beispiel einfach nur da bist. Oder durch ein ruhiges, gutes, zentriertes Atmen. Ich bin sogar deine Intuition. Lade mich ein in deinen Tag. Lass das Ausatmen geschehen. Und sei in einer inneren Beobachtung, ohne zu wollen. Ich meine das Wollen, welches aus deinem Ego in Aktion tritt. Jedoch das Wollen aus deiner inneren Schöpferkraft, das Wollen, aus der Reinheit deines Herzens. Und der Reinheit aller deiner Energiekörper. Dieses Wollen ist kein Wollen mehr. Es ist eine Hingabe des reinen Bewusstseins in den Dienst gestellt, deines göttlichen Ich Bin, deines göttlichen Planes. Und der göttlichen Wertschöpfung.
So lade ich dich ein, dich immer wieder zu entspannen. Und diese Verbindung in Ruhe und Zeit und Raum herzustellen. Und deine innere Absicht zu setzen. Du bist der Impuls und das göttliche Bewusstsein. Mit deiner Absicht zu wirken. Beobachte dich gut. Welche Gedanken und Gefühle hinter deinem Wirken stehen und reinige sie hinein in ein lichtvolles, göttliches Bewusstsein mit deiner Absichtserklärung. Dieser Tag hält Wunder für dich bereit. Atme und erlaube deinem Bewusstsein sich auszudehnen. Und zu öffnen. In den Raum der Stille. Sei gesegnet. Mit der Kraft deines Herzens. Und der Liebe deines Ich Bin. Ich bin dein hohes Selbst. Alles Liebe. Es ist alles gesagt. Bis bald. Merci, bye bye. I love you.